So, hallo. Wir hoffen, hallo. Es funktioniert wieder alles. Und hoffentlich ist der Ton auch ungefähr gleich laut. Hoffentlich. Sonst gibt es gleich wieder die Proteste in den Chats. Kennen wir ja. Sonst gibt es gleich Proteste. Da schauen wir einfach mal. Es geht auch schon los. Wir schauen einfach mal, was ihr schreibt. Ansonsten, hallo Hauke erstmal. Hallo Jean und hallo Micha, den man jetzt zwar online sieht, hier im Raum nicht direkt, aber er ist uns zugeschaltet aus Brandenburg. Ist das richtig? Hallo Micha. Ja. Ich hoffe, ich schaue in die richtige Richtung. Ach, richtig gemerkt. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir unsere Fragestunde, kennt man ja wahrscheinlich auch schon von Linux Guides, dass wir das hin und wieder so ungefähr einmal im Monat machen, wo ihr einfach eure Fragen rund um Linux und Open Source stellen könnt. Das machen wir jetzt diesmal auch hybrid. Ein paar wenige Leute sind vor Ort da, wobei ich bei einem eher denke, dass er keine wirklichen Fragen hat. Oder wenn er Fragen hat, dann können wir sie nicht beantworten. Aber soll heute auch so ein bisschen eher um Einsteigerthemen gehen. Und da werden wir unser Bestes versuchen, dass wir das hinkriegen. Absolut, absolut. Genau. Ja. Micha ist da leise und im Hintergrund schreibt jemand. Aber ich glaube, das kriegen wir gerade schon rein. Ja, mega. Also das heißt, ihr könnt jetzt eure Fragen stellen. Auch gerne Fragen so ein bisschen rund um Linux, rund um die Kieler Open Source und Linux-Tage, was euch gerade auf dem Herzen liegt. Können wir auch einfach mal alles so ein bisschen besprechen. Ansonsten machen wir einfach ein bisschen früher Feierabend und dann gibt es nochmal... Ja. Obwohl Feierabend haben wir ja nicht. Es gibt hinterher noch einen Programmpunkt, wo es um den Raspberry Pi geht, um einen Minicomputer letztendlich, wo denn nochmal vorgestellt wird, was man so als Anfänger mit diesem Kasten machen kann. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. Absolut. Freuen wir uns auf jeden Fall. Und ich sehe jetzt erstmal keine Fragen. Haben wir sonst auch irgendwas anzukündigen? Was man auf jeden Fall immer sagen kann, ist, folgt mal den Kieler Linux-Tagen auf Mastodon. Auf Twitch? Twitch. Nein, das andere mit you had Twitter. One job. You had one Twitter. Job. Twitter. Twitter, nicht Twitter. Twitter. Genau. Twitter. Ja. Ja. Ansonsten, keylux.de ist heute und übermorgen und überübermorgen eure Seite der Wahl. Und wenn wir wollen, können wir auch nochmal ganz, ganz, ganz kurz uns vorstellen. Beispielsweise Micha, dich kenne ja jetzt wahrscheinlich, jedenfalls hier im Raum wahrscheinlich weniger und wahrscheinlich auch online, wenn sie jetzt erst dazugekommen sind oder erst heute, seit heute erst dabei sind, kennen sie dich vielleicht auch nicht so. Vielleicht kannst du dich mal kurz in 1-2 Minütchen vorstellen. Ja, gut, mache ich einfach mal. Ich bin Micha, ich bin Teil vom Tux-Tage-Team, habe da die Verbindung gerade zu Raw. War vertretungstechnisch relativ oft für deine Sommerpause bei dir tätig auf dem Kanal. Damit Hauke zusammen, dahingehend auch die Verbindung zu Hauke und hierher. Und eben ansonsten, wer mich nicht darüber kennt, kennt mich vielleicht von Twitch. Dort bin ich als Saint of Sinner zu finden und mache eigentlich, oder habe es mir seit Jahren vorgenommen oder zur Aufgabe gemacht, auf Twitch unterwegs zu sein, Gaming-Streams zu machen unter Linux und bin dementsprechend ein Streamer und Gamer sozusagen und habe auch einen Blog auf senosinner.de. Genau, wir bekommen hier gerade die Anweisung, dass ich glaube, da kümmern wir uns schon drum, ne? Ja. Ich würde sagen, fragenmäßig, das haben wir schon ein paar. Das heißt, haut alle Fragen jetzt in die Chats rein. Wir schauen uns alles an, egal wo ihr gerade seid. Und da sind auch schon ein paar Fragen. Und wenn du willst, kann ich die erste schon vorlesen, oder? Ja, genau. Oder du hast sie ja auch schon direkt. Weiß ich nicht. Siehst du die auf besser? Dem Tablett, Hauke. Ja. Aber du hast sie auf dem Tablett. Ich bin ja nicht so dicht dran, ne? Also die erste Frage hätten wir ja von Christian K. Wie sieht es aus mit Linux und einem eigenen Router bzw. Modem bauen mit Wi-Fi? Also nur ein Gerät direkt an der Telefondose. Mit dem Bauen, da stolper ich jetzt gerade drüber. Geht es jetzt darum, so ein Gerät quasi selber zu bauen? Anscheinend. Also da gibt es sicher Projekte auf GitHub. Es gibt doch OpenWRT als Projekt, als fertiges Projekt. Da installierst du dir auf eine Box und hast dann quasi Firewall-Router und ich glaube auch Modem mit drin, wenn's nee, Modem musst du immer anschließen. Modem ist da nie drin. Fällt mir gerade so ein. Aber quasi so ein Open-Source-Router, das wäre OpenWRT, OpenWired. OpenWRT. Schau mal, deswegen sind wir zu dritt. Ich hätte das nicht gewusst. Ja. Du? Also ich habe es schon mal gehört, aber dass es das immer noch so in der Form gibt, wusste ich eigentlich gar nicht. Habe ich komplett aus den Augen, aus dem Blick verloren. Und so ergänzt sich das.
Genau. Sehr schick, sehr schick. Und wir kriegen, also das ist ein Service heute. Ansonsten müssen wir das immer selber so rumsuchen. Wo ist jetzt die nächste Frage? Haben wir eine übersehen? Und jetzt hier vielen, vielen Dank auch nochmal nebenbei an alle, die hier hinter dieser Bildfläche arbeiten oder gerade hier das mitmachen. Also hier, ich wink mal hier in den Raum und einmal nach rechts. Also, ja. Ja, absolut. Nee, vielen, vielen Dank auch an alle, die da im Hintergrund arbeiten. Ne? Das sind natürlich viel, viel mehr als nur wir beide Clowns. Genau. Und von daher. Also da nochmal vielleicht so mal nebenbei. Und dann die nächste Frage, oder? Wenn du willst, kann ich dir mal vorlesen. Ja, das soll ist ich dann mal umdrehen hier? Die hier, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe mal eine Frage. Was ist mit Snap-Anwendungen unter Mint? Sind die lauffähig und sind sie empfehlenswert? Also erste Frage. Lauffähig sind sie auf jeden Fall. Sind sie empfehlenswert? Das musst du für dich selber entscheiden. Ja, Snap ist halt eher etwas unfreier als Flatpak. Also hinter Snap steckt Canonical und die haben da eigentlich auch so ziemlich die Hoheit über die Server. Flatpak ist dann mehr das Community-Projekt, wenn man möchte. Aber du kannst ganz einfach Snap installieren. Da muss man leider in das Fenster reingehen mit dem schwarz-weißen Grund. Ich kann das ja hier mal ganz kurz zeigen. Snapcraft.io. Hoffe ich, ist es. Mal schauen. Und dann kannst du es relativ einfach installieren. Ne? Du kannst aber auch Flatpak, also Flatpak ist ja die Pakettechnologie, die neue, die sozusagen so das, der Gegenpool ist, das ist auf Linux Mint schon vorinstalliert. Du kannst es aber auch daneben laufen lassen. Also Flatpak und Snap beißen sich nicht. Das heißt, du kannst auch, wenn du alle Anwendungen und in allen Ausführungen alles drauf haben willst, kannst du auch Flatpak und Snap auf deinem Rechner laufen lassen. Ne? Allerdings ist du kannst bei Snap beispielsweise auch den Snap Store installieren, dann hast du auch eine grafische Snap Anwendung, die dann halt eben dir alle Snaps anzeigt. Das ist ja einmal Snapcraft.io und irgendwo kannst du auch sehen, wie man das für seine eigene Plattform installiert. Irgendwo wird es sein. Das suchen wir mal ganz schnell. Die Zeit nehmen wir uns. Ja, hier Debian, Ubuntu und so weiter. Ich schaue einfach mal da rein. Docs. Genau, Installing on Debian. Und dann müssen wir mal schauen, Installing on... Wo ist das hier? Oh, wir können einfach mal Linux mit eingeben. Irgendwo ist es schön, ich habe schon irgendwo gesehen, aber ich finde es gerade nicht selber. Ja, hier, Installing Snap on Linux Mint. Sehen wir hier, geht relativ einfach. Könnt ihr einfach mal die Anleitung durchmachen. Wir können die ja auch mal in den Chat hauen. Kriege ich das hin auf YouTube? Ich glaube, ich kriege es nicht hin. Nee. Ja, könnt ihr hier entweder ablesen oder je nachdem, jemand anders kann es reinschicken, weiß ich nicht. Oder ich nehme ja mal kurz die Zeit. Aber haben wir sonst noch weitere Fragen? Also alle Fragen gerne jetzt in alle Chats reinhauen. Wir befragen. Wir beantworten alles. Ne? Auch vielleicht manchmal mit einer blöden Antwort. Genau. Ja. Hat da jemand noch zu dem Thema was dazu zu sagen? Zu Snap und so? Ich habe jetzt auch mal Link reingestellt in den YouTube-Chat, wie man es auf verschiedenen Plattformen macht. Danke. Super. Wunderbar. Ansonsten App-Images sind besser. Ja, App-Images kommt ja aus dem Plenum. Genau. Ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, da können wir auch ganz, ganz viel diskutieren nach dem. Da machen wir eine Sondersendung über 10 Stunden. Das kriegen wir auch nochmal hin. Und, also, und danach sind wir genau 0 Schritte weit. Nee, egal. Ja, genau. Aber es sind halt alle mit verschiedenen, Punkten. Ja, genau. Ist der App-Image-Bug bei Ubuntu 22.4 inzwischen raus? Ich sag einfach mal nein. Weiß ich nicht. Ah, ich könnte es ausprobieren. Ja, ich kann es aber ausprobieren. Aber hey, wir haben ja heute Kaffee und Kuchen, ne? Ja, so gemütlich war schon lange nicht mehr. Aber wir tun einfach mal so. Ganz imaginär. Der Kaffee schmeckt sehr, sehr gut. Ja, genau. Sehr lecker. Ja, absolut. Sehr, sehr gut. Ist man gar nicht gewohnt. So, ja, absolut. Ja, genau. Nee, ich glaube, der ist nicht behoben. Ich meinte, ich habe schon mal ein App-Image zum Laufen probieren wollen. Was... App-Image, da gibt es auch ein App-Image-Hub. Ne? Nicht das Hub, was, ne? Es gibt Flat-Hub, App-Image-Hub. Also Flat-Hub ist mega, kann ich nur empfehlen. Flat-Hub.org. Da findet man alle Flatpaks dann aufgelistet. App-Images ist nochmal eine andere Sache. Wer jetzt komplett überfordert ist und weiß, was das all und weiß gar nicht, was das ist. Also am Ende sind das neue Pakete oder Programmtechnologien, wenn man so möchte, für Linux. Die dann halt in einem ganz anderen Format laufen, die man beispielsweise alle drei, ich sag mal,
Technologien haben sich zum einen auch das Ziel gesetzt, dass sie auf allen Distributionen laufen, also auf allen Linux-Distributionen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und bei App-Images ist es sehr toll, da hat man einfach am Ende nur eine Datei, die man herunterlädt. Ich lade jetzt beispielsweise einfach mal, wir nehmen einfach mal Audacity hier. Es ist sicher ganz klein zu herunterladen, super zu zeigen wahrscheinlich. Hoffe, das wird nicht allzu viel sein. Da gehe ich mal auf Download. Und man sieht, App-Image ist nicht ganz so super, 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 duper einsteigerfreundlich jetzt hier, dieses Hub. Hier müssen wir jetzt was runterladen. Und in dem Fall schaue ich mal, ob ich hier eine Stable Release, hier haben wir die Latest. Und hier haben wir verschiedene Assets. Und hier brauchen wir dann die App-Image-Datei. Ja, die hier, Audacity. Meistens heißen sie vielleicht sogar mit .app-Image, müssen nicht aber mit .app-Image enden. Und dann laden wir sie mal runter. Und dann, Micha, checken wir mal, ob das hier funktioniert. Ich weiß es nicht. Dafür habe ich jetzt hier einmal... Ja, da bin ich gespannt. Ich auch. Trommelwirbel und so. Eigenschaften. Zugriffsrechte. Dann müssen wir hier schauen, dass wir das einmal erlauben, als Programm auszuführen. Und dann... Wie Sie sehen, ich habe doppelt geklickt. Nur fürs Protokoll. Sieht nicht so gut aus. Ich mache hier mal ganz, ganz, ganz kurz schwarz-weiße Schrift und wir schauen mal, was hier kommt. Nein. Ja. Ja. Aber das kriegt man hin. Das habe ich, also muss man dafür, wenn man das laufen lassen will, glaub, muss man... Ich mache das nicht. Ich mache das hier mal über den... Geht das hier? Nee, ich glaube, ja, grafisch geht's nicht mal. Muss man LibFuse noch installieren, ne? Warum die... Das muss ich sagen, finde ich wieder schwierig. Sie sagen hier, sie können auf allem rennen und dann braucht es Fuse zum Runnen. Ja gut, okay, ist wahrscheinlich so eine ganz basische Sache, die man auch vielleicht nicht so abschaffen kann oder nicht so leicht ändern kann. Da muss dann ein zusätzliches Paket installiert werden auf Ubuntu. Das müsste dann apt-install. Ich kann das mal größer machen fürs Protokoll, dann seht ihr das vielleicht alle besser. Schaut mal, sudo apt-install libfuse müsste das sein. Ich gebe mein Passwort ein. Erscheint dabei keine Zeichen. Und dann, na, das heißt anders. Wahrscheinlich nur Fuse. Schauen einfach mal ein bisschen. Ja, Fuse sieht gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. So, wird jetzt ein bisschen hier heruntergeladen. Wenn das klappt, ja, es wird heruntergeladen. Und dann kann das jetzt auch starten. Aber sehr, sehr schade, dass es jetzt hier nicht mehr standardmäßig auf Ubuntu geht. Auf Linux Mint funktioniert es sogar noch. So, dann weitere Fragen. Bei DEB oder APT oder Aptitude verwenden, bei der DEB-Paketverwaltung, da können wir gleich mal nachschauen. Ist egal, ist eh alles das Gleiche, genau, das werden wir gleich mal nochmal ausführlicher erklären, genau, ausführen. Ah, jetzt funktioniert Audacity. Also wenn ich das installiert habe, dann startet jetzt auch das App-Image. Zeit. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage, oder? Das wäre bei DEB-Paketverwaltung. Für die Leute, ich habe jetzt auch vorhin die Frage aus dem Plenum gehört, wie läuft denn das jetzt hier mit den DEB-Dateien? Wir haben gar keine DEB-Datei installiert. Das können wir mal einfach machen. Das ist auch egal, ob wir das auf Ubuntu oder Linux Mint machen. Können wir auch einfach hier mal, wir nehmen einfach mal SoftMaker Office, SoftMaker.com. Schauen wir mal. Das hier richtig ist. Das sieht sehr gut aus. Genau. Und dann können wir hier einmal auf Downloads gehen. Schauen wir mal. Alles live. Ja, ansonsten, wenn ich hier Videos produziere, dann werden hier die Ladezeiten alle rausgeschnitten. Währenddessen genießen wir einfach unseren imaginären Kaffee. Ja, ne, wenn wir jetzt sehen wir hier einen Download, jetzt ist die Frage, okay, was verwende ich jetzt, wenn ich Ubuntu oder Linux Mint verwenden möchte? Ich muss die DEB-Datei installieren. DEB. Also mein Kaffee ist echt. Dein Kaffee ist echt? Der ist echt. Sowas. Stark. Der auch ist noch echt. Warm? Ja. Sehr, sehr cool. Dann lass ihn dir schmecken. Ja gut, okay, das dauert jetzt ewig, bis die herunterlädt. Ansonsten zur ursprünglichen Frage. Am Ende, wie schon aus dem Plenum richtig gesagt, ist am Ende dasselbe Programm, was aufgerufen wird, wenn man so möchte. Es sind nur verschiedene Interfaces, ne, wenn man so möchte. Genau. Dann schauen wir doch mal weiter.
Hat da jemand noch was dazu zu sagen? Hier, Hauke oder Micha? Nee, ich glaube, das hast du schon sehr gut ausführlich gemacht. Frage an unsere Online-Zuschauer. Sind wir jetzt quasi mono, also sind wir jetzt gleich laut und nicht bloß hier er links oder ich rechts oder so? Also rechts, links, hört man uns jetzt auf beiden Ohren? Könnt ihr mal kurz reinschreiben, ob das klappt. Genau. Ansonsten wird es für Linux noch bessere Geräteunterstützung geben. Bei mir ist leider immer noch so, dass ich auf keinen Laptop Linux im Laufen bekomme. Darunter ein Lenovo IdeaPad. Wird das besser? Eigentlich würde ich mal sagen, von Monat zu Monat besser. Die Frage ist natürlich, wie neu die Geräte sind. Also wenn das Gerät jetzt erst, ich sag mal, letzten Monat rausgekommen ist, das Modell, dann könnte das schon Schwierigkeiten sein bei der ganz neuen Hardware, dass das dann auf den Ubuntu- und Linux-Mint-Systemen dann mit drauf ist. Da am besten, wenn du da Probleme hast, am besten vielleicht mal zu einer Linux-User-Gruppe gehen. Das wollte ich sowieso noch zeigen. Das habe ich hier in meinem Vortrag davor nicht mehr geschafft, aber mal zeitlich dann doch etwas knapp. Und das ist, ich habe es mir hier extra ausgedruckt, Linux, beziehungsweise ich habe nicht ausgedruckt, ich habe es ausdrucken lassen. So macht man das, oder? Genau, linuxcommunity.de/look. Da findet ihr eine Liste über alle Linux-User-Gruppen, die es hier so gibt. Ne? Also, könnt ihr euch auch nochmal aufschreiben, linux-community.de/LUG. Wenn man googelt oder die Suchmaschine seiner Wahl benutzt, ist es das dritte oder vierte Ergebnis. Ich habe hier wohl keinen Adblocker installiert. Von daher schauen wir mal ein bisschen Werbung mit. Und hier findet ihr alles an Gruppen. Das ist wirklich gewaltig viel. Ne? Nicht mehr alle sind davon aktiv tatsächlich. Also da muss man mal schauen. Das kann sein, dass die ein oder andere schon nicht mehr da ist. Ne? Beispielsweise Würzburg ist noch drin. Die gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Wird aber gerade beispielsweise neu gegründet, wenn man so möchte. Also steht sich hier eine Gründungsphase. Ne? Wer auf online oft online unterwegs ist, der Michel Franken kommt daher. Der tut das jetzt hier initiieren. Im schönen Unterfranken. Da kommt auf jeden Fall mal hinschauen. Ansonsten zu dem ursprünglichen Problem funktioniert eigentlich schon das meiste, würde ich sagen. Also da vielleicht abwarten. Genau, also was allgemein ist, also bevor ich irgendwie neue Hardware kaufe, gucke ich einfach nach, ob die da drin verbaute Hardware unter Linux lauffähig ist. Ist relativ einfach, wie ich das mache. Also ich gucke einfach erstmal grob, welche Geräte interessieren mich, also wenn es jetzt ein Laptop ist. Und dann haben die Hersteller normalerweise so ein sogenanntes Datenblatt. Dort steht dann drin, die Soundkarte hat folgenden Chipsatz, die Grafikkarte heißt so und so und die weiteren Komponenten heißen so und so. Und dann kann ich mit diesen einzelnen Begriffen einfach mal eine Suchmaschine füttern. Sagt denn hier der Chipsatz davon, keine Ahnung, Nvidia oder so 360 Dingsbums. Und dann gebe ich noch Linux als Stichwort mit dazu und dann kriege ich normalerweise Hinweise dazu, dass es funktioniert. Die Grafikkarten funktionieren üblicherweise oder wenn es jetzt was Spezielleres ist, so wie Drucker, wie wir vorhin hatten, da einfach mal die genaue Produktbezeichnung eingeben plus Linux dazu und man kriegt normalerweise dann schon irgendwelche Foreneinträge oder Artikel, wo es einfach jemand schon mal ausprobiert hat und darüber berichtet. Und dementsprechend würde ich vor einem Neukauf das überprüfen, bevor ich mir nun die Mühe damit mache, das Ding bestellen, auspacken, anschließen, ärgern und so und dann hinterher doch wieder zurückschicken. Also mach das andersrum, check das vorher aus, frag das Internet, irgendjemand wird es normalerweise wissen. Ich habe es gerade in den Chat gepostet. Linux-hardware.org ist auch eine Seite beispielsweise. Wobei, da sind manchmal auch Einträge etwas veraltet. Beziehungsweise manchmal steht drin, es funktioniert nicht und dann funktioniert es doch. Also da sind manchmal die Sachen veraltet. Ne? Beispielsweise gibt es auch linuxprinters.org oder irgendwie so ähnlich heißt das. Ist für Drucker super, ist aber auch manchmal veraltet. Habe ich auch schon so manchmal Einträge gesehen. Ja, ansonsten, das ist die ausführliche Variante, wie du es machst, Hauke. Weißt du, wie ich das mache? Ich bestelle mir das Gerät und nutze im Notfall das 14-Tage-Rückgaberecht aus, ja. Das geht auch. Dann musst du wieder hinter einem Postwagen hinterherlaufen oder musst es auch noch zur Post bringen und das ist mir eigentlich immer zu viel Aufwand. Die Post ist bei mir zu Hause direkt daneben, von daher kann ich das machen. So einer bist du das. So einer. Na gut, dann kann man das auch so machen, aber naja.
Genau, muss jeder wissen, wie er das gerne haben will. Absolut. Ja, Micha, hast du auch noch was dazu? Ich habe bis jetzt noch nie mit Notebooks Probleme gehabt und der Installation. Also kann ich jetzt nichts dazu sagen, außer vielleicht den Tipp geben, wenn es Notebook ist mit so einer Hybrid-Grafik, um keine Werbung zu machen, PopOS hat diese Hybrid-Grafik-Integration gerade mit Nvidia und Intel schon in der Distribution mit drin. Einfach das mal ausprobieren, wenn es gar nicht geht. Ansonsten. Genau. Ja, PopOS ist auch mal so ein, auch sowas ähnliches wie Ubuntu. Ja, basiert auf Ubuntu, oder? PopOS? Ja, absolut. Und ich kann schon mal ein bisschen Eigenwerbung machen. In einer Woche kommt ein Video, wo gefragt wird, ob PopOS das bessere Ubuntu ist. Aber das, ja. Aber gut. Die Antwort wird noch geheim gehalten. Die Antwort wird geheim gehalten. Ja, da müssen wir mal gucken. Ne? Ja. Genau. So, Roderli. Dann gut. Weitere Frage. Ich habe eine weitere Frage gesehen mit Audio Player irgendwo. Ich muss sie noch mal suchen. Genau. Könnt ihr vielleicht das. Nee, das war das andere. Genau, welchen Audio-Player könnt ihr empfehlen, der am nächsten dran ist oder am, an dem alten WinAMP beziehungsweise Win-Amp. An dem ähnlichen AMP oder sowas? Dafür bist du zu jung. Stimmt. Audacious heißt der, glaube ich. Audacious. Guck mal nach Audacious im Software Center. Einfach Out eingeben. Da sollte Audacity und Audacious kommen. Richtig. Und der hat dieses klassische Design. Kann man einstellen. Vom Winamp. Wenn wir dich nicht hätten, Micha, oder wüsstest du es auch? Ich habe es schon mal gehört, aber ich bin da relativ einfach. Also ich öffne das in der Konsole, mein Verzeichnis, wo meine Audiodateien drin sind, sagt M-Player Stern. Aber es geht natürlich auch grafisch. Hier ist er, Audacious. Genau. Wow, stark. Ja, genau. Also die schwarze in der Mitte da, das war früher dieses Winamp. Genau, das ist das, das ist das klassische Design. Das muss man einstellen und dann kann man den sich genauso einrichten, wie man das möchte. Aber die Frage ist doch eigentlich, gibt es noch diese super tollen Audiovisualisierungen, wo dann ganz komische, das war Windows Media Player noch drin, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Damals war man so cool, ich glaube 2008, 2007 damit, oder war das da schon out? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war da schon out, aber war früher der heißeste, heißeste Mist. Ja. So. Genau. Also direkt einen Player benutze ich auch nicht mehr. Bei mir ist das alles auf einem Multimedia-Server à la Jellyfin oder Plex. Sie braucht dann nur noch den Browser. Ja. Sieht aber auch etwas altbacken aus, wenn man sieht. Beispielsweise hier das Logo, Schließen-Logo geht ein bisschen über den Rand hinaus. Ja, aber gut. Wenn, Du wirst es wahrscheinlich umdekorieren können, dass es denn, also früher gab es ja für WinAmp verschiedene Themen. Also das gab eigentlich alles, ne? Also gefühlt über 1000. Visualisierungen, hier sind Visualisierungen drin. Oh, jetzt wird es hässlich. Es gibt's. Jetzt brauchen wir noch ein Lied. Ja. Ja, dann, okay, funktioniert. Sehr cool. Wieder was dazugelernt. Okay. Gut, dann würde ich mal was anderes, was wir bis jetzt noch überhaupt nicht hatten. Wir haben ja auch auf PeerTube den Stream und natürlich auch den Chat. Ja. Eine Frage, ich weiß nicht, das ist theoretisch eine Frage, die direkt an Micha geht. Welche Distros empfehlt ihr für das Aufnehmen von Let's Plays? Naja, es steht und fällt ja alles mit der Multimedia-Kompatibilität. Da ist man natürlich an relativ neue Distros gebunden. Also die Empfehlung, die ich sagen kann, ist PopOS, wenn es was Debian oder Ubuntu-basiertes sein soll. Ansonsten Manjaro. Ansonsten kann ich mit relativ wenig Erfahrung da an der Hinsicht glänzen. Aber die beiden sind erstmal gute Einstiegspunkte, um das rauszukriegen oder auszuprobieren. Absolut. Ja, ist ein absolut. Manjaro hat eine neue Webseite. Ja, ja cool. Cool. Ich hätte das, glaube ich, auf Linux mitgemacht. Aber das ist halt die Frage, ob das dann halt so unterstützt wird. Aber in der Regel. Es kommt auf die Hardware an. Ja, genau. Ja. Aber in der Regel kannst du da eigentlich jedes Linux nehmen. Aber bevorzugt PopOS und Manjaro. Ja. Mega. Hast du noch weitere Fragen hier? Weiß ich nicht. Sollen wir ein bisschen mischen? Also, ich hätte sonst auch da gleich das nächste hier bei Technics. Ja, immer. Welches Backup-Programm könnt ihr empfehlen? Also, für Anfänger. Ja. Empfehle ich, das nutze ich auch selber, Pika-Datensicherung. Pika-Datensicherung ist das Programm, was man eigentlich braucht,
Also es basiert am Ende auf Borg für die Leute, die da sich ein bisschen mehr auskennen. Ach, Pika-Daten. Gibt es Pika-Datensicherung nicht auf Ubuntu? Schauen wir mal. Nein, auf Ubuntu gibt es nicht. Kann man sich aber beispielsweise als Flatpak herunterladen. Wie man Flatpak auf Ubuntu installiert, habe ich vor 3, 4, 5 Wochen auch ein YouTube-Video dazu gemacht auf linuxguides.de, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal dann. Ansonsten, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf Linux Mint gehe, einloggen und so, da ist es dann drauf. Pika-Datensicherung. Ansonsten, was nutzt ihr als Backup-System? Also es ist wiederum nicht einsteigerfreundlich, das heißt Borg, also das ist auf der Kommandozeile, aber es gibt auch eine grafische Oberfläche, die heißt Vorta, oder? Genau, Vorta ist auch eine grafische Oberfläche, Pika ist am Ende auch eine grafische Oberfläche für Borg, aber halt wirklich sehr einfach gestrickt, oder ich kann es euch einfach mal live zeigen, ich habe das ja bei mir auch, Pika-Datensicherung, ja, zack, dauert ein Momentchen und dann kann man das sehr, sehr einfach einrichten. Also du wählst die zu sichernden Dateien aus, die Sachen, die von der Sicherung ausgeschlossen werden. Das ist bei mir also wirklich hier mein Produktivsystem, sind die Sachen, ist eigentlich nicht viel, .cache, temp, VirtualBox will ich nicht drin haben, mein Warpinator-Ordner und einmal Steam und Spotify, weil die auch verschiedene Caches nochmal drin haben. Und genau, zu sichern möchte ich hier mal ein paar Nextclouds und meinen persönlichen Ordner. Dann schließe ich meine Festplatte an und drücke auf Jetzt sichern. Das Einrichten ist wirklich genauso easy, wie es da steht. Also man muss da nicht viel mehr machen und ist am Ende deduplizierend. Das heißt, du kannst auch mehrere Versionen direkt abspeichern. Und also ich stecke das einmal im Monat dran. Der macht ein neues Backup. Der speichert auch wirklich nur das, was verändert worden ist, auch anhand des Dateiinhalts. Das heißt, wenn ihr eine 30 GB Datenbank beispielsweise habt und dort einen Eintrag ändert, dann wollt ihr natürlich nicht, dass beim nächsten Backup nochmal die gesamten 30 GB abgespeichert werden. Das macht Borg nicht, sondern speichert wirklich nur die zu ändernden Bits und Bytes, wenn man so will, ab. Also so ungefähr von den Sektoren her. Das ist sehr, sehr sparsam. Du kannst das Ganze auch verschlüsseln, wenn du möchtest. Muss man wissen. Ich selber mache eigentlich selten Verschlüsselung auf Backups, weil wenn ich es mal brauche, möchte ich da nicht nochmal 30 Hürden drin haben. Das ist aber persönlicher Geschmack. Boah. Ansonsten, was nutzt du, Micha? Ich nehme die große Dreifaltigkeit aus Borg, R-Sync und Butterfest-Snapshots. Ich glaube, das ist für den NPC zu viel. Und ein Bitsy-Bash-Skript. Ja, ist auch zu viel. Ja. Aber das ist halt das, was ich nutze, was für mich gut funktioniert. Sehr gut. Und zuverlässig funktioniert. G-R-Sync schreiben auch manche. Grafische Oberfläche für R-Sync. Ja. Habe ich gibt's auch Lucky Backup genutzt. Noch? War ja auch Lucky Backup. Gibt's das noch? Das war ja auch mal eine grafische Oberfläche für R-Sync. Gibt's noch, aber ist extrem veraltet, soweit ich weiß. Okay. Anders. Gut. Gut, gut, gut. Weitere Fragen? Hast du da noch Fragen? Ich hätte, also bei Technics wäre noch mehr. Ich weiß nicht, sollen wir mal wieder was anderes nehmen? Nee, immer gerne Technics hier. Also, weil hier bei mir ist nichts. Achso, wenn da nichts ist. Nochmal an alle Fragen gerne jetzt in den Chat schreiben. Wenn wir sie jetzt übersehen haben, dann schreib es am besten nochmal in den Chat, bevor wir das genau übersehen. Also, genau. Alles reinhauen. Dann hätten wir als nächste Frage. Ich habe heute Morgen versucht, eine Environment-Variable, also eine Umgebungsvariable in Debian 11 KDE Plasma dauerhaft zu setzen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die einzutragen. Wie macht ihr das? Also als Beispiel jetzt Export und KDE-Debug gleich 1 überlebt kein Neustart. Boah, bei KDE. Gibt es eine grafische Oberfläche? Das so zu machen? Also ich wüsste, wie ich es auf der Kommandozeile mache, aber das Ganze grafisch? Weiß ich nicht. Micha? KDE? Grafisch bin ich raus, gerade bei KDE. Das habe ich seit der Version 3 nicht mehr mir angeguckt. Grafisch ist er raus. Konsole mit K, ne? Konsole mit K, ja, genau. Ja, ja, ja. Konsole mit genau. Ja, ja. Genau, genau. Ja, absolut. Also ansonsten, also ich wüsste, glaube ich, irgendwo ist hier eine Autostart-Datei. Autostart, gibt es hier was? Autostart... .config autostart. Ne, ja, hier. Genau. Hier würde ich eine Datei erstellen. Oh, hier irgendwas. Funktioniert das? Also wird das denn für die, also wird das für die Umgebung wirklich gesetzt? Ich denke schon, wenn du jetzt run sh eingibst, oder, nee, warte mal.
Ja, wird nach KDE, das stimmt, du hast recht, ja. Es wird nach KDE ausgeführt und dann macht das keinen Sinn. Er will ja KDE Debug gleich 1 reinhauen, genau. Ne? Also dann bleibt da nichts anderes weiter, als vorhanden mal eine Datei zu editieren, also unter etc. Ja, also da könnte ich nichts anderes als schauen. Schrägstrich etc, schrägstrich profiles, ne? Genau, Profile, Debugging-Effekt. Mit S oder ohne S? Mit S. Mit S. Hier steht's. Oder das, ja. Punkt Profile. Ist die Bash-RC nicht nur für die Terminals, die du öffnest? Ich weiß es nicht, ich bin ehrlich. Ja. Ja, oh, dann genau. Deswegen Punkt Profile, ne? Genau. Mhm. Ja, also Punkt Profile wäre auch eine Idee, genau. Das schauen wir mal hier rein. Also Punkt Profile wird gerade, also genau, Punkt Bash, nur für die Bash-Projekte, Punkt Profile, abhängig von Ego Shell. Genau. Probier's mal da reinzuhauen. Ansonsten habe ich jetzt hier eine Seite gefunden, wo das hier gezeigt wird, ne? KDE Debugging FAQ. Ne? Ich glaube, da müsstest du was finden. Genau, aber das ist wahrscheinlich alles eher Terminal-lastig, ne? Das ist aber auch gar nicht so, leider so, gar nicht so vorgesehen von KDE, dass man das so grafisch lösen kann. Ne? Ja, probier's mal mit der Punkt-Profile. Das Debugging selbst ist sowieso auf Terminal. Ja gut, je nachdem. Ne? Also wenn dann ein Log vom Starten des Desktops braucht, dann basiert das nicht unbedingt auf dem Terminal. Aber ansonsten, klar, wenn du jetzt beispielsweise eine Anwendung starten möchtest mit KDE gleich Debug, dann kannst du es auch genauso in den Terminal reinschreiben. Also, Export. Wenn es in die Session geht, dann würde ich eventuell den Display Manager mal mit dem Debugging beauftragen. Also genau. Oder irgendwas anderes. Ja, genau. Je nachdem. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen ne, für Einsteiger etwas schwierig wahrscheinlich. Ne? Also so wahrscheinlich, wenn du es jetzt so reingeschrieben hast und jetzt das Programm so startest mit dem Befehl, ich habe leider kein KDE-Programm hier gerade drauf, dann funktioniert das. Und dann kriegt er auch das hier mit, ne, diesem Export. Aber das ist schon sehr wieder advanced. Hast du noch Fragen soweit, Hauke? Also ich hätte denn jetzt nochmal wieder YouTube. Noch eine Anfängerfrage von mir. Ich nutze manchmal Play on Linux für Windows-Apps, aber die Performance ist nicht so toll. Liegt das an mir oder ist das wirklich so? Ich würde sagen, ist es wirklich so. Also das kann sein. Also das kommt erstmal auf die Hardware drauf an. Also so. Also die Sachen, die ich da sonst so habe, die emuliert werden, irgendwelche Spiele, da finde ich jetzt nicht, dass die langsam laufen. Aber ich habe jetzt auch nicht den, also ich kenne nicht den Unterschied zur nativen Ausführung, aber ich kann mich da eigentlich nicht drüber beschweren bis jetzt. Also was läuft, läuft eigentlich gut. Und wenn es nicht läuft, läuft es gar nicht. Das was läuft, ist schon in Ordnung. Absolut. Oh. Aber kommt auch auf die Hardware drauf an. Also ich habe Nvidia-Karten da drin, also die haben wahrscheinlich genug Puffer nach oben, dass ich die vielleicht fehlenden Bilder pro Sekunde da überhaupt nicht spüre. Ja. Und der Rest ist eben auch schnell genug. Also es mag sein, dass, keine Ahnung, jetzt grob geraten, vielleicht fehlen 10%, ja. Aber ich merke es nicht, weil die noch da ist. Die Frage ist, um welches Programm geht es konkret? Vielleicht mal reinschreiben, dann können wir da vielleicht genauere Aussagen treffen. Ansonsten schreibt Wolfa K in den Chat schon richtig, schon mal Lutus probiert. Ist auch eine coole Sache, aber nur stimmt. Für Spiele hauptsächlich, soweit ich weiß. Ne? Hätte ich auch gesagt, aber Lutris ist da inzwischen auch relativ groß von der Datenbank, von dem Programm her. Weil also. Play on Linux, alles, was dort nicht als vorgefertigtes Skript, also in der Liste verfügbar ist, wird ganz einfache Wine-Installation gemacht. Und da kann es sein, dass da einfach ein paar Tweaks fehlen, wo es einfach bescheiden läuft am Ende heraus. Also kann gut sein. Kommt jetzt wirklich mal auf die Anwendung drauf an. Ja, genau. Je nachdem, vielleicht kommt da noch was. Ne? Gut. Hast du noch Fragen soweit? Ich gucke gerade mal wieder. Haben wir da noch? Genau, Schaukelstuhl schreibt, stimmt es, dass Pika auf Borg basiert? Das sollte stimmen, ja. Genau. Achso, hier wieder bei Technics bzw. PeerTube. Wenn ich von Kubuntu auf Xubuntu wechseln möchte, ist ein apt-install Xubuntu Desktop und entfernen von Kubuntu Desktop clean genug?
Puh. Schwierig. Kommt, ja, vor allem. Ja, mal ausprobieren, ne? Ja, genau. Im Zweifel sind da vielleicht noch einzelne KDE-Anwendungen noch drauf, die du vielleicht so am Ende deinstallieren willst. Aber ansonsten müsste das, glaube ich, schon okay hinhauen. Ja, ich würde es. Ich würde es nicht empfehlen. Also nee. Ich würde es auch nicht empfehlen, so zu wechseln. Da würde ich es lieber neu installieren. Da hast du weniger. Prinzipiell machbar. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Gerne du. Mach ruhig. Prinzipiell ist es machbar, nur wechselst du ja bei Xubuntu auf den Light Display Manager von, ich weiß gerade nicht, wie der unter KDE heißt, der Display Manager. KDM. KDM, also KDE Display Manager, gut. Oder so, weiß ich gut. Nicht. Da muss man halt mal gucken, wie die sich verhalten. Den KDM gleich zu entfernen, würde ich nicht empfehlen, weil mitunter kann passieren, dass der Monitor dann schwarz bleibt nach dem Neustart. Aber wie jetzt ein XFCE-4-Setzung mit dem KDM-Display-Manager funktioniert. Das wird spannend. Also das ist wirklich, der Weg ist der richtige mit einigen Stolpersteinen. Also das würde ich damit sagen. Also das wird interessant. SDDM ist der Display-Manager, genau. Ja. Ah, okay. Vorsicht, auf Wayland ist das nicht Kabel. Das hängt davon ab, was das jetzt für eine Linux-Distro. Ja gut, also ja, also wahrscheinlich ist es ein Ubuntu, ne, wenn da steht Kubuntu Desktop, ja, und genau. Xubuntu Desktop. Wahrscheinlich Wayland. Ja, genau, ist Wayland. Ja, ist eine schwierige Angelegenheit. Würde ich so nicht empfehlen. Genau. Ansonsten, seit Kubuntu 22.04 funktionieren die App-Images nicht, beziehungsweise meist nicht mehr. Das App-Image von Etcher läuft direkt nach den neuen Solution und nach Upgrade leider nicht mehr. Da, wie gesagt, das haben wir vorhin gezeigt. Vielleicht finden wir das noch hier. Den einen Befehl hier reinhauen. Den haben wir hier sicher noch gespeichert, ne? Der hier. apt install fuse. Probier das mal und schreib dann nochmal, ob es funktioniert. Genau. Ansonsten zu dem Play- und Linux-Thema, die laufen einfach nur unsauber, schreibt da, dass vielleicht der ein oder andere Funktion mal hakelig ist oder nicht so richtig funktioniert. Ich würde das generell auf Wine empfehlen. Also ich persönlich habe gar keine Anwendung über Wine oder sowas laufen, weil es schwierig. Ich versuche da immer dann Linux-Alternativen zu finden. Also kann ich nur empfehlen, sich da vielleicht nach einer Alternative umzugucken. Es ist selten wirklich ein Windows-Programm so richtig gut dann mit Wine optimiert, dass das ohne Probleme läuft. Also da kann ich empfehlen, vielleicht versuchen, da auf ein anderes Pferd zu wechseln. Genau. Noch jemand einen Kommentar dazu? Nee, das ist eigentlich gut. Also wenn überhaupt, benutze ich es noch für einige Spiele, aber ansonsten, nee, also für Anwendung schon ewig nicht mehr. Genau. Achso. Hat auch das mit dem Paket libfuse nachinstalliert, aber leider erfolglos. Etcher lässt sich nicht starten bei Twitter-Bibliothek. Im Terminal ging es gerade wieder, schreibt er. Ja, dann ist es vielleicht ein KDE-Problem, weiß ich nicht. Schwierig. Dass da mit dem User-Space was nicht funktioniert, aber das ist. Keine Ahnung. Also per Doppelklick geht's nicht und im Terminal geht's. Einfach so mit Punkt, Schrägstrich. Das hier dann, ne? Komisch. Also. Ja, hier, ne? Genau, dann haben wir hier Audacity, glaube ich. Okay, Evelyn, vielleicht haben wir. Ach, ich bin in Dokumente. Das geht mir so häufig, dass ich hier eine falsche Autocompletion habe. Store Downloads. So, jetzt sind wir da. Ja. Audacity, so. Wir wollen wieder viel zu viel Terminal. Wir wollen eigentlich gar nicht so häufig den Terminal nutzen, genau. Heute. Ne? Eigentlich nicht. Gerade nicht bei. Eigentlich nicht. Beim Linux Presentation Day. Absolut nicht. Der war niemals genau. Da. Hat keiner gesehen. Nee, von euch. Nee. Absolut. Gut. Nee, ansonsten, also am Anfang kann es schon mal ein bisschen hakeln generell mit Linux, bis man das alles so für seinen Rechner so eingerichtet hat, erfahrungsgemäß. Manchmal funktioniert es auch ohne Probleme. Man kann sich ja auch einen Rechner so vorinstalliert schon mit Linux kaufen. Da muss man auch nie in den Terminal rein. Aber es empfiehlt sich eigentlich schon immer, ja, schon Kontakt zu einer Linux-User-Gruppe oder es gibt auch immer mal wieder Support im Internet, wo man dann hingehen kann und dann kann man das eigentlich ganz gut, vielleicht, wenn man da eine Frage hat, dann auch nochmal klären.
Apropos Internet und so, da gibt es doch diese Seite, habe ich gehört. Ich glaube, du bist da irgendwie dran beteiligt, oder? Da gibt es doch dieses Forum, oder? Das Forum? Da gibt es doch sowas, oder? Wenn du schon Werbung für mich machst, ist gut. Ja, genau, forum.linuxguides.de ist auch ein tolles Forum, auch für Einsteiger vor allen Dingen. Dort gibt es auch ganz viele Sachen, auch für Anfängerfragen generell, da könnt ihr auch gerne, da wird sehr, sehr gerne geholfen. Wir haben 3.700 Beiträge schon da drin. Also da ist auch ein bisschen was los in dem Forum, gerne da mal reinschauen. Oder auch ubuntuusers.de ist auch sehr zu empfehlen. Ja, also die beiden. Und wenn wir schon dabei sind, Linux mit Users. Wobei, das ist so die Plattform, die, also ich persönlich am wenigsten nutze von den dreien, ne? Aber das ist wahrscheinlich jedem dieselbe überlassen. Genau. Ja. Hast du noch Fragen auf Technics oder so? Ich würde jetzt einmal zu Twitch rüberspringen. Ja. Gibt es ein Programm, wo man alle Programme, die man installiert, sieht und auch die Größe dazu? Schauen wir mal auf installiert, also auf Ubuntu gibt es hier direkt im Software Center, Ubuntu Software, hier installiert, auch mit der Größe ungefähr. Würde ich, ja doch, bei Firefox sieht das auch ganz gut aus, gut, das ist auch ein Snap. Also würde ich aber nicht bei jedem Programm, was hier drin ist, mich direkt auf die Größe verlassen, weil manchmal besteht so ein Programm aus mehreren Teilpaketen quasi und da bin ich unsicher, ob das da auch mit drin ist. Aber da sieht man ungefähr, also auf jeden Fall alle Programme, die installiert sind, einmal auf Ubuntu und auf Linux Mint. Wüsste ich es auch nicht auswendig, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das gibt es dann nicht. Da kannst du nur durch das Menü durchgehen. Ja. Installierte Anwendungen anzeigen. Also einmal hier auf das Burger-Menü nennt sich das. Installierte Anwendungen anzeigen. Und dann, kannst du mal dich muten, Micha, weil das hörbar. Oh, Entschuldigung. Alles gut, kannst ja nichts dafür. Also, nee, da sind nur installierte Flatpak-Anwendungen in dem Fall gezeigt und nicht alle anderen. Da sieht man alle zusätzlich installierten, alle, die schon drauf waren, die kann man dann hier ganz normal sehen, ne? Also noch zusätzlich. Aber so super ist das hier auf Linux Mint tatsächlich nicht gelöst. Bin generell auch kein Freund von der Anwendungsverwaltung hier. Genau, gut. Dann, jetzt funktioniert Etcher App Image auch nicht mehr im Terminal. Das ist auch sehr spannend. Aber ja, Etcher, ja, gibt es ja auch andere. Gibt es vielleicht auch als DEB-Anwendung. Ansonsten gibt es auf Ubuntu, du bist ja auf Ubuntu. Du hast aber Ubuntu KDE, ne? Boah, keine Ahnung, ob es das. Ja, nee. Wenn du normales Ubuntu verwenden würdest, gibt es hier das Programm Laufwerke. Und damit kann man auch sehr, sehr einfach USB-Sticks dann formatieren, wenn man möchte. Oder Startmedienersteller gab es früher. Da ist er hier auf Ubuntu drauf. Und auf Linux Mint heißt es USB-Abbilderstellung. Genau. Dann brauchst du kein Programm zusätzlich. Bei KDE Kubuntu bist du es nicht generell. Hast du noch Fragen, gerade Hauke? Ich würde sagen, das ist ja jetzt auch die letzte Runde. Wir brauchen gleich noch ein bisschen Zeit, um umzubauen, weil der letzte Vortrag ist nochmal wieder komplett anders, damit wir ungefähr um 16 Uhr mit dem auch starten können. Ich finde es nicht mehr wieder. Das eine würde ich jetzt noch als Abschlussfrage nehmen. Wieder die klassische Frage, was wir jetzt als Desktop und Distribution verwenden. Also derjenige, der es gefragt hat, der wusste, was du schon benutzt, aber du kannst es ja trotzdem nochmal erzählen. Und dann. Ich habe jetzt hier mal alle virtuellen Maschinen ausgemacht. Ich nutze ein ganz einfaches Linux Mint. Super, super einfach. Welche Variante von Linux Mint? Ich nutze Linux Mint Cinnamon, auch schon hier in der 21er-Version. Ja. Und ich muss sagen, wenn ihr aktualisiert, macht es erstmal nicht. Es lohnt sich erstmal nicht. Von der 20.3. Wenn das neu installiert, haut der 21 drauf. Aber so lohnt es sich eigentlich nicht. Ja, gut. Micha, oder ich erstmal. Also es kommt darauf an, auf welchem System ich bin. Das Gerät, was jetzt vor mir steht, ist jetzt Debian 11 im TDE Desktop, Trinity Desktop. Das ist der Nachfolger von KDE 3.5. Ja, und ansonsten
Ubuntu oder ja, Linux Mint, je nachdem, was es gerade ist. Richtig verschieden. Micha. Ich stehe mal kurz dazu auf. Ja, ja, wir sehen es hier leider nicht live, aber also die Leute, die es online sehen, die haben es gesehen. Pop!_OS. Pop!_OS. Ja. Ja. Ja, sehr stark. Also kann ich zurzeit halt für alle, die irgendwie Multimedia-Anwendungen inklusive Spiele oder ähnliches, gibt's außer Manjaro fast nichts Besseres. Und das ist wo das man ist einfach die beste Unterstützung hat. Und das nutzt du, Hauke, ne? Ungefähr. Ja, also bei mir sieht es anders aus. Also ich habe ein anderes Thema drauf. Aber ja, genau. Also das ist eben der TDE, Trinity Desktop Environment, der Desktop, genau. Sehr cool. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch soweit durch. Wir brauchen eben noch Zeit. Von daher ist die Stunde diesmal keine Stunde gewesen, sondern sowas bei 50 Minuten. Die Frage 50 Minuten. So. Die 50 Minuten Fragerunde. Gar nicht kompliziert. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im letzten Vortrag wieder. Da geht es um den Raspberry Pi. Grundlagen dazu. Kleiner Minicomputer. Beziehungsweise wir sehen uns nicht mehr. Am Ende danach. Genau. Das wird jetzt Stefan machen und wir gehen kurz in die Pause, bauen kurz um. Bis gleich. Genau, bis gleich. Tschüss.